Und da bin ich wieder. So, weiter im Text. Du arbeitest für die Kaioshin der Zeit. Also wirst du bestimmt zäh sein. Aber ich will selbst wissen, was du zu bieten hast. Was sagst du? Wollen wir eine Runde kämpfen? Aber natürlich. So, einfach wohl ihn besiegen. So, Krillins Prüfung. Fokussiert den Willen und stellt 200 Ausdauer wieder her. Achso, Ermahnung. Gut, von mir aus. Ausbilder Superangriff erlangt. Versuch ihn bei deinem Gegner. Ach, hab ich das schon, oder wie? Doch, Ermahnung. Dreieck, okay. Hab ich. Nochmal. Okay, hab ich gemacht. Okay. Zack. Und Ermahnung. Hey, hey, ich habe ihn gar nicht mehr anvisiert. Da hinten. Folge Energiestrahl. Ach man. Hätten wir das geschafft. Ein neues Ausbildungsevent ist verfügbar. Öffne die Karte mit R2, okay? Gut gemacht. Sieht aus, als könntest du was mit meinem Training anfangen. Ich bereite Lektionen vor, die deiner Stufe entsprechen. Trainiere also hart. Keine Pause. Verstanden? Okay. Das bedeutet kurz hier. Anpassen. Fähigkeiten ändern. Statt Nachbild. Ermahnung eintun. So. Weit so gut. Mal Krillin ansprechen. Machst du einen Ausbilder zu deinem Meister? Hilft es dir? Achso, ist er noch gar nicht mal Meister? Okay. Ah, da bist du ja. Ich habe gerade eine besondere Lektion für dich vorbereitet. Als nächstes bringe ich dir die Orang-Kombo bei. Wenn du interessiert bist, sag's mir. Und brauchst du mich? Trainiere mich. Sei mein Meister. Ich soll dein Meister sein? Hey, ich würde heulen, wenn ich nicht so zäh wäre. Okay, abgemacht. Ich werde dir zeigen, aus welchem Holz die Menschen gestützt sind. Ich freue mich auf das Training mit dir. Neuer Meister, du wirst jetzt von Krillin unterwiesen. Hey! So, jetzt bring mir deine Uran-Kombo-Dings da. Trainiere mich. Lass uns reden. Ich muss weg. Okay, lass uns reden. Oh, du bist es. Kannst du das brauchen? Gut, dann nimm's dir. Oh, cool. Ich bin zufällig drauf gestoßen. Ich gebe es dir lieber. Bla, 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 bla. So, wir können nochmal reden. Kriege ich noch etwas? Ein Margin? Was? Du erinnerst mich an Wu. Liebst du Süßigkeiten auch so sehr? Ja. Mhm. Na gut. Trainier mich. Was willst du lernen? Ja, Lektion 1, ne? Was war das? Die Uran-Kombo. Lektion 1. Bewirkt eine schnelle Serie von Angriffen. Diese Technik ist blitzschnell. Ja, okay. Habe ich dich schon bekommen? Ja, Tatsache. Zack, zack, zack. Das ist die Technik, genau. Ich erinnere mich. Die ist wirklich cool. Ach, schade. Das wäre cool gewesen. Haha! So, Energieladen. Wieso habe ich nur Energieladen jetzt auf einmal? Statt mein Maximum laden. Das verwirrt mich alles.
wenn ich die ganze Technik nicht hätte bekommen sollen, warum habe ich die bekommen und kann sie dann letztendlich doch nicht einsetzen? Oder ist das Lektion zu Lektion vom Meister oder sowas unterschiedlich? Muss ich nicht verstehen, oder? Ah, hier habe ich auch keine Ultimativtechniken. Faszinierend. Hey! Hey! Bin's ja wohl. Ranzett, okay. Und die Uran-Kombo bekommen. Neues Ausbildung. Okay, du hast dich gut geschlagen. Du hast die Uran-Kombo wie ein Profi eingesetzt. Das ist einer der wichtigsten grundlegenden Nahkampftechniken. Ist ganz einfach auszuführen und anzuwenden. Ist in vielen Situationen nützlich. So genug für heute trainiert. Trainiere hart für unsere nächste Stunde. Da war meine beste Meisterstimme für den Kampfsport. Das fühlte sich irgendwie seltsam an. Meisterstimme? Nee, warte, was habe ich gerade gesagt? Egal. Dann nochmal anpassen, Fähigkeiten ändern. Ja, Amoklauf, ich glaube, dich müssen wir doch erstmal rausnehmen. Uran-Kombo rein für den Training. Und wie gucke ich mir nochmal sag schon, das Training mit meinen Meistern an. Ach, hier genau. Okay. Quatschen wir ihn nochmal kurz voll. Kann ich jetzt schon loslegen, oder wie? Lass uns reden. Achso, okay. Kommt nichts Neues dabei raus. Okay, trainiere mich. Tatsache, ich kann schon die nächste Lektion lernen. Okay. Das geht ja überraschend schnell. Im ersten Teil war es ja so, dass ich erstmal ein bisschen mit dieser Technik lernen sollte. Sozusagen Erfahrungspunkte sammeln musste. Oder oft diese Technik einsetzen, so, und ja. Das war schon durch. Und irgendwann konnte ich die nächste Lektion starten. Aber hier kann ich so hintereinander. Na gut, warum nicht? Da, ja, schon. Ah, komm her. Energieladung. Beifuß. Das war wohl kein Treffer. Das war doof. Komm her, Yamshu! Naja, so war das nicht gemeint. So, treffe ich jetzt mit der Destruction Disc? Nee, oder? Oder? Nee. Ah, Mann! Oh, ja, genau, Krillin. Was bist du für ein Meister? Ah, getroffen. Ui, oh, Alter. Was denn? Wir haben Schuh. Ach, Krillin. Misch dich nicht ein. Au, au, au. Haben wir die Destruction Disc? Das war wohl... überhaupt kein Treffer. Okay. Upsala. So, endlich. Jetzt zu dir. Komm schon! Treffe! Ah, getroffen! Ach, Mann! Oh!
Oh, du Scheiße, ich sehe gerade mein Leben. Die Oran-Kombo ging ja voll daneben. Oh, oh, fuck, oh, fuck. Ach du Scheiße, warum? Fuck, 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 fuck. Ah. Oh, hab verloren, geil. Ich hab verloren. Weil ich den Kampf nicht ernsthaft... nicht ernst genug entgegengetreten bin. Ich hab keine Ahnung, hab ich ja verloren. Es geht gar nicht. Hm. Tut mir leid, was das... war das so viel? Immerhin waren das zwei Gegner. Na und? Das akzeptiere ich nicht. Trainiere mich. So, Lektion 2, gleich nochmal. Schließlich waren das Propel-Gegner. Die haben einfach nur verdammt, verflucht, viel Schaden gemacht. Pardon. Okay. Ja, klar! Alter! Alter! Ist klar! Wie plötzlich beide auf mich einprügeln! Natürlich! Scheißen sie beide rein, ne? Das ist unglaublich. Ja! Verdammt! Oh, alter Schwede! Vorhin haben sie gar nichts gemacht, haben einfach nur verflucht krassen Damage gemacht und jetzt kassiere ich ohne Punkt und Komma. Das werde ich nicht schaffen. Hier halt so eine Feiglingstaktik. Solange die mich nicht angreifen, könnte das sogar hinhauen. Ja, am Schuh lass dich treffen. Okay. Und jetzt plötzlich machen sie wieder gar nichts. Das ist... ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das kann ich jetzt die ganze Zeit theoretisch machen. Das ist, ich weiß nicht, irgendwie traurig. Ich weiß, es geht in dieser Lektion darum, diese Technik zu lernen, aber das ist... Guck euch das an, das ist lächerlich. Das macht doch keinen Spaß. Ganz ehrlich. Hier, fick dich. Oh, oh, jetzt weicht er ein bisschen mehr aus. Problem ist, wenn ich jetzt in den Nahkampf gehe, verliere ich. Na gut, beenden wir es los. Ja, geschafft. Langweilig. Du bist ein guter Lehrer, ist klar. Ja, bei sowas seid ihr beeindruckt. Okay. Gut, von mir aus. Ja, ein paar Levelaufstiege und Destruction Disc bekommen.
Großartig, du kannst mit mir und Yamshu mithalten. Sieht ganz so aus, als hättest du das Doctrudisc gemeistert. Jetzt erkläre ich dir die Anwendung. Das Doctrudisc ist eine Technik, die die Deckung deines Gegners überwindet und Schaden anrichtet. Wenn du gemeinsam mit einem Freund kämpfst, kannst du die Deckung des Gegners aufbrechen und dein Freund macht dann den Schaden. Tja, das ist zumindest die Idee dahinter. Setze sie ein, wenn du soweit bist. So, probiere sie einfach aus. Sobald du sie gemeistert hast, bringe ich dir eine neue Technik bei. Okay. Heißt also, ich kann jetzt direkt weiter mit dem Training machen? Mal schauen, hast du irgendwas für uns? Nein. Trainiere mich. Nee, diesmal nicht. Haha. Okay. Na gut, das heißt, es wird wieder so sein wie im ersten Teil, dass ich erstmal ein bisschen die Techniken anwenden muss. Nehme ich zumindest mal an. So, weit so gut. Attribute boosten nochmal. Überschön gleichmäßig. Das mag ich irgendwie persönlich am liebsten. So. Upsala, das wollte ich gar nicht, oder? Nee. Okay, R2, was haben wir überhaupt noch hier allgemein? Wir haben hier irgendwo einen roten Stern. Das ist der. Achso, das ist der Ausbilder Krillin. Okay. Hatten wir hier irgendwas? Fragezeichen, was auch immer der für uns will. Ein Quest-Event, etc., etc. Das zum nächsten Mal. Erstmal soll es für heute genügen. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao! Vorher nochmal. Nein. Winken! Okay, ciao!